So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum zweiten Teil von Magica. Ich hoffe, ihr wundert euch nicht, dass mein Charakter nochmal hier ein wenig anders aussieht. Ich musste ihn nochmal neu erstellen, aufgrund, dass mein Name zu sehen war beim ersten Teil. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich nochmal einen neuen Charakter erstellt und zum Glück konnte man mit dem Passwort Banane, was einem am Anfang gesagt wurde, das Tutorial nochmal überspringen. Und jetzt sind wir hier an derselben Stelle, wo wir das letzte Mal waren und ich glaube, ich rede einfach viel zu schnell. So, dann fahren wir mal fort. Der Mechanismus dieser Tür muss elektrisch aktiviert werden, beschwöre einen Blitzelement. Ah, das ist wahrscheinlich noch vom Tutorial vorher, nehme ich an. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ich denke aber schon. Oder? Ist das wirklich vom Tutorial noch, oder? Ja, hier geht's raus. So, also gut. Wie gesagt, das Tutorial konnte ich zum Glück überspringen. Also ich muss ja sagen, das Spiel sieht wirklich sehr schön aus. Es lässt sich auch mega schön spielen und scheiße, diese Meldung geht hier nicht weg am Anfang. Ich guck schnell, ob ich das Spiel nochmal... Ich gehe nochmal raus und nochmal neu rein. Starten wir mal. Jetzt müsste es mit dem Glück haben. Oh, verweilt Leute. Ernst jetzt? Speichert der das... Doch, der speichert ab. Sehr, sehr gut. So. Also. Dann schauen wir mal, was war unser Ziel gewesen? Irgendwas mit, der König braucht euch. Ah, ein toter Elch. Oh. Nur Goblin-Waldläufer haben diese Präzision. Oh, ihr seid es. Ihr solltet schon auf dem Weg Richtung Norden sein. Wie es aussieht, müsst ihr euch vor Goblins in Acht nehmen. Ah, mal gucken, was sich da zum... Was gibt's denn da zu holen? Ja, na gut. Oh, das sieht auch schön aus, wie das Gras hier so auf die Seite geht. Kann ich eigentlich wirklich jeden angreifen? Oh, shit. Okay, hat aber anscheinend keine Auswirkung auf das Spiel, wenn ich hier irgendwelche umbringe. Aber egal, lasst uns mal weiterlaufen. Auch umso mehr ich hier Magie auflade, umso langsamer bin ich auch, ist mir aufgefallen. Das heißt, ich kann nicht hier mit voller Aufladung die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Aber ist an sich auch nicht so schlimm. Oh, da oben gibt es was zu holen. Ich entschuldige mich, falls mit Kälte kannst du das Wasser gefrieren. Wenn man im Hintergrund irgendwelche Autos hört. Die Brücke ist kaputt. Zauberer können nicht schwimmen. Es ist bei mir noch Tag und deswegen... Ja... Deswegen kann es sein, dass man ab und zu mal ein Auto hier im Hintergrund hört. Aber sollte euch ja nicht stören. Checkpoints. Stellen deine Gesundheit wieder her und bleiben gefallenen beleben gefallene Kameraden. Wenn du selbst stirbst, startest du am zuletzt aktivierten Checkpoint neu. Verlässt du jedoch das Spiel, startest du wieder am Beginn des Levels. Im Spiel findest du Checkpoints wie diesen verteilt. Vor einigen schweren Kämpfen werden sie automatisch aktiviert. Okay. Also ich glaube, wenn ich hier in die Nähe laufe, müsste der aktiviert werden. Kann das sein? So, okay. Oh. Okay, die kennen wir ja irgendwo her. Gut, die Fee ist ein seltsames Geschöpf. Sie lebt bei Kontrollpunkten und fühlt sich von einsamen Seelen angezogen. Sie möchte den Freund sein, die keine haben. Wie ich zum Beispiel. Sonst würde ich ja nicht alleine hier sitzen und Let's Plays für YouTube aufnehmen. Sie wird schon sie wird sich opfern und diese Freunde selbstlos wiederbeleben, wenn die in den Kampf fallen. Also, gut. Ich habe anscheinend jetzt diese Fee bei mir, die der von Zelda extrem ähnlich aussieht und die hilft mir, wie es aussieht. Wird mich wiederbeleben, Freunde wiederbeleben. Ja, Wiederbelebung. Einmal Weva Luft, glaube ich, Luftmagie und Strommagie. Ah, ein Auftrag. L.A. Hallo, ihr seht aus wie eine Art Zauberer. Ich habe da diese fiese Rattenplage in meinem Keller. Viel kann ich... Oh, ich kann das gar nicht so schnell lesen. Ja, Raja, Woka, Osako. Na dann,
Also Ratten sind das für mich ja nicht. Aber ist mir egal. Oh, verpiss dich. Ich muss auch gucken, dass ich meine Auftraggeberin nicht umbringe. Ja, da muss ich echt aufpassen. Aber ich denke, das sollte die schaffen. Kann man auch heilen. Haha, keine Chance. Du kannst andere besser heilen als dich selbst. Okay, aber erstmal heilen wir uns trotzdem selber. Also langsam habe ich das Spiel echt in den Griff. Die Steuerung ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch. Aber ja. Hey! Komm jetzt. Vielleicht kannst du Zauber auf die Gegner werfen. Kommt ein bisschen spät, die Gegner sind schon tot. Danke, auf einmal scheinen mir die Ratten in meinem Keller gar nicht mehr so schlimm zu sein. Aha, ich würde euch die Münzen auch so geben, aber... ja, genau. Aber in dem Spiel scheint... Was? No. Wenn ich doch nur diese Ausrufezeichen loswerden könnte, das mir... Also über den Kopf da hängt. Wenn ich doch nur dieses Ausrufezeichen loswerden könnte, das mir in letzter Zeit verfolgt. Das ist ein cooles Spielprinzip. So vielleicht? Bam! Oh, jetzt habe ich die fast umgebracht. So geht's anscheinend auch nicht weg. Also, Oma. Die redet noch von Rattenplage. Vielleicht müssen wir da wirklich was machen. In ihrem Keller. Normal ist ja das Ausrufezeichen... Hör mal. Wenn du stirbst, hasse ich dich. Geil. Also wie gesagt, normalerweise ist ja das Ausrufezeichen über den Kopf eines Charakters dazu da, um zu symbolisieren, dass er einen Auftrag für einen hat. Und die will das jetzt irgendwie loswerden. Oh, ich habe einen neuen Stab. Stab des Lebens. Ich finde meinen anderen aber cooler. Drücke Tab-Taste, um die momentane die Ausrüstung anzuzeigen. Ein kaputtes Schwert habe ich. Okay. Und ein Fehlerteufelstab. Ja. Also komm, dann nehmen wir doch mal den neuen Stab hier. Also. Hey, hör mal. Erkunde den Level, man weiß nie, was man findet. Den Level? Heißt das nicht das Level? Ja, egal jetzt. Also, lass uns mal weitergehen. Die will ihr Ausrufezeichen loswerden. Ja, mach dir mal keine Sorge, kleine Fee. Ich werde schon den Excalibur. Oh, guck mal, Erfolg bei Steam, Sherlock Holmes. Nehmen, erhalten. Okay. Und was bringt mir das jetzt? Ich habe das Gefühl, in diesem Spiel muss man relativ viel einfach selber herausfinden. Oh, ich will mal was ausprobieren. Das will ich mal ausprobieren. Also das wäre jetzt krass gewesen, wenn man hier das ganze Feld hätte abfackeln können. Ja, was will ich denn jetzt mit diesem... Hör mal. Du solltest mal rausfinden, wie du diesen Level abschließen kannst. Ja. Danke. Okay, ist ja krass. Wenn man ja alles Mögliche. Also, nochmal fragen, was die will. Wenn ich doch nur dieses Ausrufezeichen loswerden könnte, das mich in letzter Zeit verfolgt. Sie redet von Ratten. Ich weiß es, aber wie soll ich denn bitte. Ratten. Okay. Okay, noch mehr Gegner, Spinnen. Ein leichtes für uns. Oh, wo sind denn die jetzt hin? Jetzt habe ich extra mein... Oh. Ja. Gut. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt schon diese Fähigkeit einsetze zum Wiederbeleben? Auch wenn du die Kombination für einige Magiebeschwörungen hast, musst du sie nicht als solche auslösen. Drück einfach eine der normalen Zaubertasten, um einen regulären Zauber zu wirken. Okay. Jetzt laufe ich die ganze Zeit. Hey, Listener! Vielleicht kannst du Zauber auf Gegner werfen.
Hat man eigentlich auch so eine Art Charakterübersicht oder irgend sowas? Nicht, gell? Wenn ich hier mal ein paar Tasten drücke? Nö. Da geht's nicht lang. Kann das sein, dass ich mit diesem Stein langsamer bin? Oh, wie war denn nochmal dieses, diese Hast, dass man schneller laufen kann? Dem Trollfreund habe ich es aber gezeigt. Meinst du das ernst? Du hast doch nur einen Stein in seine Richtung geworfen und bist dann losgerannt. Hey, gefälliger kannst du kaum werden. Also wenn so ein Troll dein hin... Oh, hallo. Der Hauptmann erwartet euch da drin. Joa. Wollen wir auf den Quest mit den Ratten scheißen? Joa, komm, scheiß mir auf den Mann. Ich will nicht ewig nach irgendwelchen Ratten suchen. Dim, 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 dim. Ah, der Hauptmann. Hauptmann Björn. Die Björn, Moody Karl. Bis bald alle Beta-Frau. Also, die sind sehr weit marschiert. Oh, da kommt ein nächster Gegner. Hungriger. Grundgütiger, ein Waldroll. Kein Problem, meine Lieben. Nier ist ja an eurer Seite. Ich mach das wieder so wie vorher. Auch wenn die jetzt halt abfackeln. Ich glaube, das ist nicht. Ah, man kann auch die Schadenszauber auf sich selbst. Oh, das war blöd. Ich bin am Rennen und habe nicht mehr viel Leben. Habt ihr sie verpasst? Oh nein. Der Hauptmann ist gescheitert. Ihr müsst nach Havin. Was? Passiert einfach das Tor im Osten und folgt der Straße Richtung Norden. Los! Machen wir, machen wir, machen wir. Erstmal möchte ich mich aber auch ganz schnell mal heilen. Ich bin kurz vor dem Tod. Nicht, dass unsere Fee sich auch noch für uns opfern muss. Das wollen wir auch nicht. Stimmt's? Bam! Ja. Ja, okay. Also, wir müssen, Level geschafft. Ah, okay, ich nehme mal an, dass die mit dem Ausrufezeichen so eine Art Extra-Quest einfach war. Man hätte wahrscheinlich irgendwas von der bekommen oder so. Müssen wir das nächste Mal drauf achten. Okay. Und so setzen unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leitstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Vlad, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Fronskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Also das Deutsch von denen ist ja... Naja, ich sag nichts dazu. Was haben wir hier? Untersuchen. Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Oh, das ist doch unser Lehrmeister. Was sagt's? Ich habe noch nie gehört, dass Goblins etwas so Großes angreifen. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Weit von vor uns befindet sich das Dorf auf eurem Weg nach Havansura. Die Bauern sind nicht sonderlich freundlich, aber versuche nett zu ihnen zu sein. Nicht zuletzt sind sie unsere Lebensgrundlage. Also ist der jetzt doch ein Vampir, oder wie? Okay, nix da. Also ich finde das... Was ist, wenn ich... Ah, nee, das hebt sich auf. Genau, das war so gewesen, dass es sich aufhebt, wenn man Blitze und... Erde zusammen macht. Gut. Ich frage mich, ob diese zwei. Hey, mal. Listener. Wenn du stirbst, hast du. Ach, die sagt immer dasselbe. Ich frage mich, ob diese Zweitwaffe, die man in der Hand hat, entweder ein Dolch oder eine Waffe oder jetzt halt das Schwert mit dem Stein, ob das nur einfach optisch. Boah, das sind aber viele. Ob dich einfach dazu da sein soll. Ja.
Da gibt's ein Buch. Also hier gibt's auch versteckte Sachen anscheinend. Das andere Buch hätte ich anscheinend also auch irgendwie holen können. Er lernt. Regen. Und Kuh. Regen. Ah, soll das Eis sein? Was ist denn das zweite? Ah, es kann sein, dass ich diesen zweiten Zauber anscheinend noch brauche, um Regen zu lernen. Kann das sein? Das wird wahrscheinlich schon so sein. Noch mehr Goblins. Schultern, dieser Bastard. Friss das. Ja, ja. So. Also, man kann echt gut hier machen. Frag mich, ob ich gestorben wäre, wenn ich... Ich will es gar nicht ausprobieren. Kann man hier rein? Hinfort. Ich bin nicht richtig angezogen. Ist mir egal, ich will da rein. Also gut, da kommen wir nicht. Oh, wart mal. Okay. Scheint nicht zu gehen, also ziehen wir weiter. Kontrollpunkt. Ah, jetzt wurde abgespeichert. Gut, jetzt sind wir in dem Dorf. Vielleicht kannst du Zauber auf Gegner werfen. Das wissen wir doch schon. Überall sind Goblins. Diese langohrigen Teufel, ich glaube, die sind alle hinter mir her. Was zum Henker war das? Whack-a-crack? Oh. Okay. Na dann. Oh. Nein. Nein! Ah, die kann mich ja noch wiederbeleben. Stimmt ja, da war ja was. Nun denn. Oh, wie viel kommen denn da? Ja, nee, ist klar. Okay. Besiegt. Also ich muss mich echt noch so ein bisschen an diese Steuerung mit den Tasten hier rechts gewöhnen. Ich habe schon geguckt, ob man die irgendwie mit Tastenbelegung umbelegen kann auf meine MMO-Maus. Aber scheint nicht zu gehen. Oh, mein Handy klingelt. Nein! Geschafft. Ich werde nochmal kurz Pause machen, weil, ich muss schnell weg. 20 Minuten später. So, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich werde das dann einfach rausschneiden. Wahrscheinlich. Gut, gehen wir mal hier rein. Sie ist verschlossen. Hier kann man nichts machen. Und ich nehme mal an, hier drinnen können wir auch nicht groß was holen, oder? Nein. Hey, Listener! Ja, komm, du sagst eh immer dasselbe.
Es überrascht mich, dass ihr es so weit gebracht habt. Wald liegt voraus. Also vor uns liegt anscheinend ein Wald, auf dem wir recht gefährlich sein sollte. Und wir aufpassen sollen. Nicht so schlimm. So gefährlich kann er gar nicht... Oh, okay. Hab nichts gesagt. Boah, der ist nicht ohne, der Typ. Boah, der ist nicht ohne. Ja, nee, ist klar. Lauf! Den schaffen wir, den schaffen wir, den schaffen wir. Ja, aber wie? Ich muss den noch langsamer machen. So, und jetzt ein bisschen Erde. Okay. Strahlzauber können gekreuzt werden, indem sie... Ja. Heilt er sich? Wie heilt denn der sich? Oder tue ich den irgendwie heilen? Ich muss die mit Feuer bekämpfen. Die ganze Zeit. Das scheint zu funktionieren. Yes! Okay, der war... Das war echt nicht ohne. Das war echt nicht ohne. Da gibt's wieder ein Schwert zu holen. Das ist der König des Waldes. Oder das war der König des Waldes.